Hallo liebe Camper und herzlich willkommen vom Campingplatz de la Calle in Lanvéoc. Der Campingplatz liegt in der westlichen Bretagne auf einer Halbinsel direkt am Fuße des Forts Belvedere. Am Ende der schmalen und steilen Gemeindestraße biegt ihr in die Campingzufahrt ein und erledigt am Rezeptionsgebäude die Anmeldeformalitäten. Danach folgt ihr den Kieswegen zu eurem Stellplatz. Auf diesem sehr steilen und terrassenartig angelegten Campingplatz stehen euch insgesamt etwas über 50 Parzellen zur Auswahl. Wir haben uns für einen Stellplatz auf der obersten Terrassenebene direkt unter der Festungsmauer entschieden und konnten von hier aus den wunderbaren Ausblick auf die kleine Bucht genießen. Die parzellierten Stellplätze bieten ausschließlich Wiesenuntergrund und sind nicht vom Nachbarplatz abgegrenzt. Auf der untersten Ebene steht ihr nur wenige Meter vom Ufer der Baie du Brest entfernt. Die Stromanschlüsse befinden sich zwischen den Parzellen. Strom wird pauschal abgerechnet, ihr braucht den blauen CE-Stecker. Auf der mittleren Terrassenstufe steht das zentrale Sanitärgebäude, das ihr über eine steile Treppe erreichen könnt. Hier findet ihr die Toiletten, die Duschen sowie die Waschgelegenheiten. Der gesamte Bereich ist bereits relativ alt, war bei unserem Besuch aber sauber. Im Einfahrtsbereich befindet sich der Müllplatz. Direkt gegenüber findet ihr ein kleines Restaurant mit Gastgarten. Außer zwei Poolbahnen verfügt der Campingplatz über keine eigenen Freizeiteinrichtungen, überzeugt aber durch seine vielen liebevollen Details. Bootsbesitzer können auf der großen Slipanlage ihr Gefährt zu Wasser lassen. Uns hat hier besonders die tolle Lage sowie die idyllische Aussicht gefallen.